Hallihallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Omori. Wir sind im Firefly Forest angekommen, nachdem Omori seine Angst vor Spinnen überwunden hat. Haben dabei eine Bahnschiene repariert. Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Hier oben fehlt schon wieder ein Schienenteil. Ansonsten hatten wir jetzt auch ein Witzebuch. Damit könnten wir Witze sammeln. Ich weiß schon, wo mindestens einer steht. Hier hast du wieder so ein Dings. Wir sehen eigentlich, wenn ich da einfach so hingehe. Ja, okay, das sind also Spinnen. Ja, wir haben hier also nur eine ganz begrenzte Zeit, bevor hier eine größere Spinne kommt und uns wieder an den Anfang setzt. Okay, machen wir mal. Bäh. Machen halt alle da das Netz dann an. Ja, und da kommt sie schon. Und da ist ein Dingsteil. Okay, ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit, die ich hier rumgestanden und gelabert habe, ob die schon mit da reinzählt. Jedenfalls ist es sehr, sehr knapp. Nein! Oh, fuck. Ganz knapp. Vielleicht geht's von der Seite hier leichter. Nein, man kommt nicht vorbei. Komm, da. Ja, hab's. Ah, ich will mir noch da oben die Melone holen, die habe ich gesehen. Eine Tomate. Okay, mehr ist hier nicht, wenn ich das richtig sehe. Hab jetzt auf die Schnelle auch nichts, also keine weiteren Melonen oder dergleichen gesehen. Da oben ist ein großer Teddy. Hier fehlt wieder was. Na, mal sehen. Present, ein Geschenk. Okay. Ah, das ist ein Charakter. Marsh. Hallo Fremder, ich bin Marsh. Und mein Lebenstraum war schon immer, was gegessen und genossen zu werden. Ja, okay. Danke, Fremder. Du weißt ja gar nicht, wie dankbar ich dafür bin. Irgendwie makaber. Ah! Ach du Scheiße! Der ist ja gar nicht freundlich. Mach dich mal selber traurig, Jan. Okay, und der ist wütend bestimmt, ne? Deswegen musst du ihn erstmal peppen. Alter! Okay, der Bär sitzt glücklich. The fuck? Der one-shottet die einfach mal. Snack. Chicken Wings werden nicht reichen, ne? Deals extra damage. Wollen wir das mal machen? Ja, komm, mach Curveball. Und ja, du lächelst den an und machst mal seine Attacke runter, ja. Okay, er ist wieder angry. Au. Hit it right in the heart. Ey, da müsste eigentlich doch tot sein, bitte. Okay, weiter stabben, komm. Okay, mach ich mal wieder glücklich. Ja, da gibt's Aubrey mal das. Und du guckst für dich selber. Holy fuck, ey. Alter, okay, er ist instant tot. Was zur Hölle ist das denn für ein Vieh? Mach dich mal noch sadder.
Poetry Book, okay. Ja, von mir aus, lies das mal und mach dich auch sad. Du, haben wir hier irgendwas, was jemanden wieder hochbringt? Ich stehe da from France, wherever that is, wo immer das ist. Wir haben nichts Starfruit Soda. Wir haben nichts. Ah, hier, Revives Toast, Life Jam. So. Kea ist angry. Dann machst du direkt wieder Pep Talk. Du hast wieder Curveball auf den und du heilst deinen Bruder. Bis dato habe ich eigentlich noch nicht gesehen, ob das jetzt irgendwas macht, wenn... Oha, er hat gemisst. Bis dato habe ich noch nicht gesehen, ob das jetzt irgendwas bringt, wenn man einem Gegner Juice abzieht, weil die scheinen keinerlei, ja, die scheinen keinerlei Fähigkeitspunkte zu brauchen für ihr Zeug. Das ist, wenn Aubrey happy ist, ne? Soll ihn mal einfach so angreifen. Er kann mal irgendwie noch was machen. Inflicts Anger. Ja, hier machen wir Rubber Band und du machst noch. Ne, Smile geht auch nicht. Nimm du mal irgendwie was, was deinen Juice hoch macht. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr. Ja, nimm das. Versuchen wir noch kein Follow-up. Vielleicht können wir irgendwann hier die Power machen. Lange dauert es ja nicht mehr. Ja, mach Pep Talk auf den wieder. Greif ihn an. Krah, greif ihn auch an. Müsste funktionieren, lange hält er nicht mehr durch. So. Angreifen. Benutze von mir aus mal die Jacks und du greifst auch an. Okay, greife einfach nochmal an, damit das jetzt. Ja, okay. Hat schon gereicht. War halt kacke, dass er sich immer wieder selber angry gemacht hat. Aber das Beste ist halt wirklich so, also bisher zumindest gefühlt, meine stärkste Attacke ist wirklich, wenn Omori traurig ist und dann seinen Step benutzt. Ja, hier kommt man erstmal nicht weiter. Will aber nicht gegen dich kämpfen. Na gut, muss ich wohl leider, ne? Okay. Okay, angreifen. Sekunde. Machst Hero mal glücklich. Du greifst hier an. Du kannst nicht gucken, also nimmst du einen Snack. Auf Kell. Lucky Slice, nee, hab ich ja jetzt nicht. Ja, greif einfach an. Ist egal. So, Falle.
Reicht das? Alter. Direkt nochmal. Und das war's. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell hier runter zum Heilen. Ey, der Bär, ne? Das ist einfach so ein kleiner Knuddel-Teddy und der ist plötzlich... fucking Monster. So, direkt mal speichern. Ah, da ist er schon wieder. Diesmal falle ich aber nicht drauf rein. Geh weg, doofes Pflanzending. Warum kann man... Okay. Mieze! Ah! Was zur Hölle? Das ist einfach die... das ist doch fucking Hölle! Das ist einfach die absolute Todesmiets hier. Ja genau, geht dahin. Alter, holy fuck, ey. Der Wald der Albtraummiezen. Nein? Böse Miets aus. Wir müssen da unten hin, ne? Was? Faux Tail, also falscher Schwanz. Sekunde. Bestimmt ein Charm. Speed. Alter, das Vieh. Ein Stumpf. Da sind wir also definitiv richtig, wenn das Vieh da ist. Okay, das wäre, glaube ich, ein Umweg gewesen. Ah, hier sind wir auf jeden Fall richtig, aber da oben wird bestimmt, werden doch bestimmt noch ein paar Secrets sein. Also. Da war er für einen kurzen Moment mal. Magische Bohne. Ist auch wieder lila gewesen, ne? Arrow starts battle with a random emotion. Okay, nee. Lassen wir mal. Obwohl, eigentlich müssten wir bei ihm jetzt zumindest für das Areal mal was anderes nehmen, weil er ja eh bei den ganzen Käferviechern immer ängstlich startet und nicht happy. Da müssten wir mal kurz gucken. Das hier vielleicht? Blanket, Death, and Speed. Das hier vielleicht höhere Speed? Reduces Hit Rate, aber mehr Attack? Nee. Hard plus 5, Death plus 2, Death plus 4. Wir haben vielleicht mal die TV-Remote, oder? Ja. So. Das
wird dunkler. Oh Gott, Slenderman. Daddy Longlegs, what the fuck? Willkommen im Lost Forest, wo du Dinge findest, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie verloren hast. Oder vielleicht wurden sie aus einem Grund vergessen. Ja, ich vertraue jetzt einfach mal dem Schatten mit den langen Beinen und dem komischen Käfig an der einen Hand. Oh, ich verstehe. Du hast hier mehrere verschiedene Durchgänge und du musst die genau in der richtigen Reihenfolge durchgehen, damit du ans Ziel kommst. Okay. Oben links. Wird einfach nur wieder zurück. Ganz oben. Führt auch einfach nur wieder hierher. Oben rechts. Ah. Ich schätze, wir alle haben unsere Geheimnisse. Egal wie verloren oder wie tief wir sie begraben, sie finden ihren Weg zurück auf die andere Seite. Hallo Häschen. Bestimmt auch böse, ne? Ja? Oh je. Geisterbunny. Okay, komm, mach mal denen, dass die alle angreifen. Boom. Na, wie sieht's aus? Okay, der hat das wenigste. Mach auf den Curveball und den auch angreifen. Okay, die machen hauptsächlich Juice-Damage. Eigentlich nur Juice-Damage, ne? Frage ist natürlich, was passiert, wenn du keinen Juice mehr hast? Oh, er hat Fast Food gelernt. Darauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich geachtet, was für Skills die jetzt eventuell neu dazu bekommen haben. Wir können ja mal gucken. Mock. If the foe is angry. Das hätte natürlich gegen den Bären super geholfen, ne? Mach mal hier Hack Away für mehrere Gegner. Kel, was kannst du? Flex und Run and Gun. Was ist Hunde? Snacktime heals all friends to 40% of their heart. Swap. Acts first, healing a friend. Ah, okay. Also das ist quasi eine Schnellheilung. Sekunde, wie... Wenn ich jetzt... Das kostet 10. Das kostet 15. Na gut, nee, lass mal das mal. Und sie... All foes... Target Aubrey for one turn. Und sie greift jetzt mal an. Makes Aubrey and a friend happy. Das 10.
Würde ich vielleicht sogar mal austauschen gegen Headbutt. Attacks a foe and becomes happy. Okay. Ja gut. Lassen wir mal so jetzt. Ah, da geht's weiter. Versuchst du dich selbst zu verlieren? Oder hast du das schon geschafft? Wie auch immer. Dies ist der richtige Ort für dich. Deswegen bist du vielleicht hergekommen, um den Job zu beenden. Okay, ich würde gern mal die Dinger ausprobieren. Hack away. Alter, Hack away ist fucking teuer. Boom. Ich habe halt Angst davor, was passiert, wenn hier kein Juice mehr da ist. Alter. Na gut, ist aber auch ganz schön stark, wenn du dreimal angreifen kannst. Ja, greif einfach an. Vielleicht sollte man denen noch besser aus dem Weg gehen, weil hier bestimmt noch ein Bosskampf kommt und dann wirst du vielleicht auch froh sein, dass du deinen Juice noch hast. Das war nicht. Die greifen auch, also die folgen dir auch nicht wirklich, ne? Eine Sekunde, ist das neu? Nee. Ah nee, doch, das ist neu. Das war richtig, glaube ich. Sieht echt sehr ähnlich aus. Normalerweise kümmern wir uns um die Dinge, die wir wollen. Im Gegensatz zu den Dingen, von denen wir sagen, dass... Was? Usually... Warte mal ganz kurz. Sekunde. Usually we tend to... Ach so. Hab ein Wort überlesen. Normalerweise tendieren wir dazu, Dinge zu tun, die wir wollen. Im Gegensatz zu Dingen... von denen wir sagen, dass wir sie tun. Also wir machen, was wir wollen, im Gegensatz zu den Dingen, von denen wir sagen, dass wir sie machen. Also nach dem Motto, man sagt, ich will mein Zimmer aufräumen, aber in Wirklichkeit ist es dann doch wieder nur da und spielt Spiele. So wie ich jetzt gerade. Ich war noch nie einer, der etwas wollte. Ich bin eher jemand, der etwas braucht. Ich schlage vor, du suchst nach dem Ausgang, bevor deine Bedürfnisse offensichtlicher werden. Okay. Ist doch auch wieder neu, oder? Du bist immer noch hier. Du musst entweder aufgegeben haben oder du hast dein Schicksal angenommen. Vielleicht ein Geständnis? Ich bin nicht derjenige, der das sagen kann. Nee, immer noch falsch, ja? Ich habe das Gefühl, hier wird bald schon eine sehr große Offenbarung kommen. Da war ein Junge, der hier durchgelaufen ist. Sehr ähnlich wie du. Er lief in die Dunkelheit und kam nie wieder raus. Wie reuevoll muss er wohl gewesen sein, nie... Achso, wie bedauerlich es wohl gewesen sein muss, nie zu finden, was er wollte. Sei es Reue, Niederlage, Verwirrung, niemand wird es je wissen. Ist kein guter Ort. Wir sollten hier so schnell wie möglich raus. Ah, fuck. Okay, greif den an. Greifst das wie an. Du machst Curveball, du greifst den an.
Viel mehr kann man nicht machen, außer die einfach stumpf anzugreifen. Oh, sie ist jetzt ästhetisch. Ja, greife einfach an, ist egal jetzt. So, wartet mal. Sekunde, ich habe gerade falsch gedacht. Happy ist gar nicht so gut gegen traurig, sondern umgekehrt. Traurig ist gut gegen happy. Happy ist gut gegen Wut und Wut ist gut gegen Trauer. So rum. Ich habe die Verlorenen gesehen und ich habe die Blinden gesehen. Aber die Kombination davon ist beunruhigend. Vielleicht versteckst du dich vor dem richtigen Weg. Er deutet sehr stark darauf hin, dass Omori irgendwas versteckt. Was? Moral ist bei den Verdorbenen verschwendet. Wie definiert man schlechte Taten ohne einen Zweck? Warum gehst du diesen Pfad weiter, wenn es offensichtlich nicht der richtige Pfad ist? Ich habe gerade keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Sind wir hier jedes Mal einfach mit ihm reden? Es gibt da etwa, es gibt da einen alten Spruch darüber, wenn man Zeit verschwendet, während man lebt. Während man ein Leben lebt, das nicht dein eigenes ist. Träume können sich so anfühlen, so wie dieser Wald. Verloren. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang sollen. Manchmal, wenn wir Dinge vor uns selbst verstecken, kreieren wir alternative Wahrheiten und vergessen unseren Pfad. Hast du deinen schon gefunden oder bist du immer noch verloren? Ja, ich bin immer noch verloren. Jetzt nicht mehr, wir haben es geschafft. Vergiss deinen Willen oder versuch es. Die Dunkelheit manifestiert sich, ob du es nun erkennst oder nicht. Verstecke das Unversteckbare hinter deiner Ignoranz und sieh zu, wie deine Lüge fällt. Eine Perle. Okay, es ist ein Spielzeug. Can be sold for clams. Okay, also einfach nur sehr viele Clams bekommen wir dafür. Ich würde sagen, der Weg ist der richtige mit den verästelten Bäumen. Wir können natürlich auch mal hier unten gucken. Nee. Ich würde sagen, wir müssen da ran vorbei. Es kann natürlich sein, dass wir immer dem Weg folgen müssen, wo das Häschen ist, ne? Die Dunkelheit umgibt dich. Und es ist eine schreckliche Sache. Aber deine Wahrheit, in Anführungszeichen Wahrheit, hat dich hierher geführt. Wie viel länger kannst du sie noch behalten? Ich würde sagen, wir müssen hier runter, oder? Ja, es war richtig. Es scheint richtig zu sein. Man muss, glaube ich, immer dahin gehen, wo dieses Häschen ist. Also immer an diesen Häschen vorbei. Auch nicht. Nee, er sagt jetzt, glaube ich, immer dasselbe, oder?
Nee, doch nicht. Also es ändert sich auf jeden Fall die Szenerie. Das sehe ich immer als Erfolg an. Nee, jetzt ist hier unten eine Sackgasse. Jetzt steuere ich nicht mehr. Sind am Ende angekommen. Du hast das Ende des verlorenen Waldes gefunden. Aber den Anfang der Wahrheit. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die in der Zeit verloren ging. Eine Geschichte über die Erschaffung dieser Realität. Am Anfang existierten nur zwei, der Träumer und sein Raum. Der Träumer wurde seinem Raum überdrüssig und erschuf eine Tür, die in viele verschiedene Welten führte. Eindeutig der White Space und die Tür darin. Während er den Pfad als Besucher in diesen Welten entlang lief, konnte der Träumer kommen und gehen, wie er wollte. Ausrutschen und fallen, stolpern, ja, nochmal fallen. Des Träumers Neugier und ungelenke Erkundung führten ihn am Ende zu einer bestimmten Welt. Eine, die nicht wie die anderen war. Eine, die mit Chaos bemalt war und in Dunkelheit gebadet. Der Träumer wurde nach und nach von Verzweiflung gefüllt. So still, wie sie auch gewesen sein mögen, schlechte Worte krochen nach und nach in seinen Verstand, flüsterten Lügen, Geheimnisse und Wahrheiten. Nicht dazu in der Lage, den Lärm zu unterdrücken, manifestierte der Träumer wohlgesonnene Entitäten in seinen verschiedenen Welten. Compounded weiß ich gerade gar nicht, was das heißt. Also er sammelte dann die Welten über der dunklen Welt. Und versiegelten sie mit ihrer kombinierten Macht. Doch trotz seiner hartnäckigen Anstrengungen verschwand die Präsenz der Finsternis nie ganz. Selbst mit neuen Verbündeten fuhr die Dunkelheit fort, sich den Weg zurück in den Verstand des Träumers zu kratzen, also zu suchen. Der Lärm wurde zwar unterdrückt, aber er ging nie. Der Träumer konnte rennen und seine Ängste begraben. Aber man muss immer noch seine eigene Reflexion konfrontieren. Was der Träumer erschuf, war etwas, von dem er kein Teil sein konnte. Etwas außerhalb von ihm selbst. Die eigene Kraft des Träumers war sein größter Feind. Wissen oder die Abwesenheit davon würde des Träumers größte Gabe sein. Um seinen eigenen Problemen zu entkommen und in einen seligen Status der Ignoranz zu gelangen,
Nur dann würde der Lärm aufhören des Träumers Verstand. Nee, sag mal. Also nur dann würde der Träumer nicht verrückt werden. Also nahm der Träumer einen anderen Namen an und entschied sich selbst zu vergessen. Seit dieser Zeit lebt der Träumer unter uns. Einfach nur als Bewohner dieser Welt. Er reist selig und ignorant in seiner eigenen Fabrikation. Kinder, ich muss euch warnen. So wie mit allen Dingen, die in dieser Welt geboren werden, wird diese hier enden, wird dieses hier enden. Obwohl der Träumer... Ich weiß nicht, was inexorable heißt. Ich erfinde jetzt einfach mal was. Obwohl der Träumer das Unbegreifliche unterdrückt hat, wächst die Finsternis immer noch. Kein Verband kann eine ewige Wunde verbinden. Und es wird eine Zeit kommen, wo sein Einfluss durchbluten wird. Vergesslich. Der Träumer hat seine Lage vielleicht vergessen. Ich glaube, ich habe hier gerade was weggedrückt. Also ich weiß nicht, die Aufnahme war auf einmal aus. Sorry, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel fehlt. Ich habe jetzt einfach wieder auf F9 gedrückt. Ich google jetzt gerade mal, was Peril heißt. Weil ich das echt wissen will. Ja, Gefahr, Risiko. Ich sag jetzt einfach mal Gefahr. Also selbst wenn der Träumer seine Gefahr vergessen hat, die Gefahr vergessen hat, ist die Gefahr immer noch da. Am Ende dieser Welt das Ende dieser Welt ist vielleicht unausweichlich. Der Träumer ist der Einzige mit der Fähigkeit, der diese Welt wirklich befreien kann. Das H. Okay, nur ganz kurz, was ich jetzt dazu denke. Es gibt, also es ist eindeutig, dass der Träumer hier Omori ist. Omori hat ein Geheimnis, das tief in seinem Verstand begraben ist. Um dieses Geheimnis, also wir sind ja quasi jetzt in seinem Verstand, um dieses Geheimnis zu begraben, hat er sich eine Traumwelt erschaffen, durch die wir uns hier bewegen. Wir wissen aus der echten Welt, dass das jetzt schon 4 Jahre so geht. Also seit 4 Jahren zieht er sich jedes Mal, wenn er schläft und träumt, in diese Welt hier zurück. Aber unter dieser Welt ist eben eine Finsternis begraben. Das haben wir auch gesehen in Basils Haus. Da bricht nämlich gerade der Boden ein und aus diesem kleinen, da ist ja auch so ein kleines Loch im Boden, was wir auch schon öfter in der Welt gesehen haben. Und da kommt immer wieder dieses dunkle Ding raus. Also das ist wahrscheinlich dann die Dunkelheit, die er meint. Und die ist irgendwo unter dieser Welt. Wahrscheinlich im Black Space, weil... Sekunde, wo kann man das nochmal... Hier. Okay, das H war auch nicht notwendig. Also diese, es heißt ja Welcome to Black Space. Das heißt, dieser Black Space, das ist das, wo Omoris dunkle, er hat ein dunkles Geheimnis. Und das hat er in diesem Black Space begraben und der liegt unterhalb dieser Welt. Und er hat sich in den White Space zurückgezogen, wo er quasi
ja, selig, ignorant leben kann und hat quasi vergessen, was er damals weggeschlossen hat. Er hat sein, das, ja, was auch immer das Geheimnis ist, hat er dann versteckt. Aber jetzt langsam zerbricht diese Welt hier und diese Dunkelheit kommt wieder raus. Irgendwas hat Omori unterdrückt. Oder irgendwas unterdrückt Omori. Und ich glaube, ja, das Ende von diesem Spiel, das Ziel dieses Spiels wird sein, genau das hochzuholen und damit endgültig fertig zu werden. Frage ist eben nur, was genau das ist. Kann man nicht mehr mit interagieren? Und da sind wir wieder draußen. Daddy Longlegs, oh mein Gott. Ich habe echt gedacht, jetzt kommt vielleicht noch ein Bosskampf gegen den, aber scheinbar nicht. Naja. Okay, ich werde mich jetzt mal wieder zurückbegeben und speichern. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Ich find's auf jeden Fall sau spannend. Wirklich, ich will unbedingt wissen, welches Geheimnis das jetzt ist, was Omori versteckt. Obwohl ich schon eine kleine Ahnung habe. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir wissen ja, dass alles angefangen hat, diese ganze Misere vor 4 Jahren, als seine Schwester gestorben ist. Ah nein, jetzt muss ich ja auch noch kämpfen. Okay, das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Ich glaube, ihr wisst, wie man diese Dinge bekämpft inzwischen zur Genüge. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Lasst mir bitte noch einen Kommentar oder vielleicht einfach nur eine nette Bewertung da. Das würde mich immer sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein.